Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM 2. Das letzte Mal haben wir einem Widerstandsnest geholfen, das von Edwin-Truppen angegriffen wurde. Und wir, ja, das war's glaube ich soweit. Bisschen Forschung und mehr oder weniger nichts. Wir haben unser fortschrittliches Kit-Zentrum fertiggestellt und heute wollen wir mal schauen, ob wir nicht endlich diese Einrichtung angreifen können. Dafür stellen wir erstmal Kontakt mit dieser Region her, mit Ostamerika, was eigentlich eher die Ostküste der USA ist. Aber okay. Alles klar, jetzt haben wir ein neues Ziel. Wir sollen... Commander, wir haben den Kontakt zum lokalen Widerstand hergestellt und können die Advent-Geheimeinrichtung auf ihren Befehl hin angreifen. Unsere Truppen sollten vollständig ausgerüstet und bereit sein für diesen schweren Einsatz. Die Einrichtung ist sicher gut bewacht. Ich habe ein Auge auf all unsere Einsätze, Commander. Unsere Leute stehen bereit und erwarten ihre Befehle. Alles klar. Jetzt können wir diese Einrichtung angreifen. Und da wir Kontakt mit der Ostküste der USA hergestellt haben, kriegen wir auch 66 Vorräte mehr den Monat. Neue regionale Kontakte gefunden. Und wir können natürlich Kontakt mit Westeuropa herstellen. Okay, dann wollen wir mal uns um die Einrichtung kümmern. Diese abgelegene Alien-Einrichtung wird von Edmund schwer bewacht. Wir müssen die Einrichtung für den Widerstand untersuchen und so schnell wie möglich Bericht erstatten. Wir sollen schauen, was dort drinnen vor sich geht und bekommen als Belohnung 125 Vorräte und dann wahrscheinlich natürlich einen weiteren Teil der Story. Da das Ganze wahrscheinlich ein bisschen schwerer sein wird, schauen wir mal, was wir für Truppen mitnehmen können. Am besten... Ja, was nehmen wir mit? Nehmen wir noch einen Spezialisten mit, da bestimmt irgendwelche mechanischen Einheiten vor Ort sein werden, beziehungsweise Türme. Und einen Scharfschützen. Welchen ist eigentlich egal. Nehmen wir mal den Herrn Watanabe, oder... Die an der Ausrüstung können wir, glaube ich, soweit nichts ändern. Nein. Diese Widerstands-Kevlar-Rüstung ist nur rein optisch. Alles klar, ein Scharfschützen, ein Grenadier und zwei Spezialisten. Das sollte für ein bisschen extra Heilung sorgen. Und wir können noch Waffenverbesserungen platzieren. Wollten wir vielleicht machen. Machen wir mal ein Zielfernrohr für Tatjana. Ein Schaft für das Scharfschützengewehr und ein erweitertes Magazin für den Minigun. Die Leute sehen aber wirklich aus, als hätten sie alle keinen Bock. Ja, was will man machen? Ich erwarte, dass wir in dieser Mission auf normale Soldaten, Situiden, vielleicht ein, zwei Mechs und Geschütztürme treffen, da dies eine Einrichtung ist. Unsere Widerstandskontakte vor Ort haben uns gezeigt, wie wir in die Advent-Geheimeinrichtung kommen.
Die Aliens haben alles dafür getan, den Ort geheim zu halten. Wir wissen nicht, was wir dort finden werden. Halten Sie die Augen offen und rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Wir sollen alle wichtigen Informationen und Gegenstände bergen und dann all unsere Leute aus dem Gebiet evakuieren. Ich hoffe, dass wir diese Mission niemanden verlieren. Lange kann das so makellos nicht weitergehen. Ich rechne aber damit, dass wir mindestens ein oder zwei Leute diese Mission verlieren. Werden wir sehen. Diese Mission habe ich keine Rekruten mitgenommen, da das Ganze wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein wird und ich die Fertigkeiten von den spezialisierten Einheiten brauchen werde. Menace 1-5, die Geheimeinrichtung ist in Ihrer unmittelbaren Nähe. Infiltrieren und untersuchen Sie das Gebiet. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand und neutralisieren Sie alle Feinde. Naja, alle Feinde müssen wir jetzt nicht unbedingt neutralisieren. Aber wir sollen uns zum Gebäude hier durchschlagen, was auch immer sich da drin befindet, an uns nehmen und dann hinter dem Gebäude extrahieren. Wollen wir mal schauen, wie wir da am besten vorgehen. Am besten auf eines dieser Gebäude. Schauen, ob irgendwo Geschütztürme bzw. Gegner sind. Und dann versuchen, diese auszuschalten. Solange wir uns noch im Verborgenen befinden, können wir uns... Los geht's! Mehr oder weniger bedenkenlos vorbewegen. Bin dabei. Aber da wir jetzt nicht unbedingt unter Zeitdruck stehen, okay, machen wir das mit den ersten Einheiten vorsichtig. Und wenn wir dann wissen, dass keine Gefahr besteht, holen wir die anderen nach. Gehen wir mal aufs Dach. Oben ist dort kein Turm. Doch, ist einer. Wir können versuchen, diesen zu hacken. Bin unterwegs. Dass er entweder dann ausgeschaltet ist oder auf unserer Seite. Werden wir dann auch machen. Um so wenig Munition bzw. Granaten zu verbrauchen, wie es irgendwie möglich ist, da wir diese innerhalb des Gebäudes wahrscheinlich brauchen werden. Jawohl. Ich weiß nicht, ob man hier schon irgendwie sehen kann, welchen Wert die Leute beim Hacken haben. Wobei, es kann sowieso nur Tatjana wahrscheinlich die Gegner hacken. Deswegen ist es scheißegal. Vorher wird die dazu irgendwas zu sagen hat. Betäuben oder Feedback-Effekt. Ich erhöhe die Werte für Zielsicherheit und Verteidigung dieses Ziels. Ja, wir gehen das Risiko mal ein. Alles klar. Der Turm gehört jetzt für ein paar Runden uns. Was uns ein bisschen helfen wird. Vielleicht ist auf der anderen Seite auch noch ein Turm, in dem wir uns unterm Nagel reißen können. Nope. Aber da unten sind ein paar Aliens, die wir unter Beschuss nehmen können.
Dann wollen wir mal schauen, ob wir den Sektoiden nicht über den Haufen schießen können. Jawohl, wir haben ihn getroffen. Wurden entdeckt. Zuerst setzte Advent nicht tödliche Betäubungseinheiten zur Gruppenkontrolle und bei Protesten ein. Mittlerweile sehen wir allerdings nicht mehr allzu viele davon. Alles klar, den zweiten Kollegen hat er auch noch erwischt. Schauen wir mal, ob wir nicht wenigstens einen töten können. Den Typen mit dem Säbel, hoffentlich. Nope. Ziel verfehlt! Wie viel Schaden macht die Pistole? Ich weiß es nicht. Naja. Watanabe bleibt beim Feuerschutz, weil der Kerl mit dem Schwert wird hundertprozentig hier hocheiern wollen, um einen unserer Leute wegzusnacken. Bei 74%, ich gehe mal auf den Sektorin. Alles klar, das war ein guter Wahl. Da dieser jetzt weg ist. Feind neutralisiert. Das können wir vielleicht gebrauchen. Mit ein bisschen Glück läuft dieser jetzt hier hoch und wird von unserem Scharfschützen über einen Haufen geschossen. Wie unerwartet. Komm, steht 2 Meter vor mir. Kannst du wenigstens ein. Glückwunsch. Sie flankieren meine Position! Das ist nicht gut. Wir müssen unsere Deckung suchen! Was für ein Lappen. Ja. Er kann sich erstmal schön selbst heilen. Nee, kann er nicht. Hat keinen. Paket dabei, dann kann er diesen Typen jetzt auch über den Haufen schießen. Feind neutralisiert! Dann hast du den Herrn Petit mal. Heilmodus! Heilmodus! Bin mir nicht sicher, ob er jetzt schon den Turm über den Haufen schießen sollten, da der nicht für ewig gehackt sein wird. Oder ob wir noch warten. Sollten. Begebe mich zu dieser Position. Ich sammle mal den Loot auf, der da unten liegt. Ist immer hilfreich. Advent hat sein Zugnetzwerk auf jedes Stadtzentrum ausgeweitet. Das hier scheint das Ende zu sein. Zumindest in diesem Gebiet. Ein Deliriumkern. Das ist gut. Der Doc wird das sicher sehen wollen. Und dann schießen wir den Turm mal weg. Seine Rüstung zerschreddert. Von der Rüstung abgeprallt. Und mit dem nächsten Schuss sollte das Ding dann tot sein. Hoffentlich. Verstanden. Rücke aus. Wobei, mit der Pistole wahrscheinlich eher nicht. 2 bis 3 Schaden macht er keinen Schaden. Doch ein. Panzerung getroffen. Und noch irgendjemand. Nee, da, Feuerschutz. Und dann weiter vorrücken. Okay, bin unterwegs. Versuchen den Turm irgendwie auszuschalten noch. Bin auf
dem Weg. Und so weiter und so weiter. Alter, du standst genau davor. Überprüfe Visier. Munition ist gleich. Was für ein... Nähere mich der Zielposition. Wer weiß, wie lange sie diese Lagereinheiten hier unten schon betreiben. Kannst du euch nicht sagen. Ich geh direkt davor und schieß vorbei. So. Einmal Profis, ich sag's ja. Brauche Munition! Das ist ein Scharfschütze, der mit einem Präzisionsgewehr genau davor steht und eine Trefferwahrscheinlichkeit von 51% hat. Wenigstens das. Wenigstens das. Feind am Boden! Rücke aus! So, weiter vorrücken, nachladen. Und schauen. Bereit für den Angriff! Irgendwas finden können, auf das wir schießen können. Okay, ich gehe. Moment, sind das... Leichen. Die Behälter, die Züge, die ganze Einrichtung. Die Aliens entführen immer noch Leute. Sie haben nach der Invasion wohl nie damit aufgehört. Diese Behälter scheinen unabhängige Energiezellen zu besitzen. Das könnte eine Art Stasis-System sein. Vielleicht leben einige dieser Menschen noch. Mir entgeht nichts. Wer hätte das gedacht? Rücke zur Zielposition. Sie entführen immer noch Menschen. Und man ganz naiv, ganz schön naiv sein, wenn man glaubt, dass sie es nie mehr tun. Waffe geladen. Oh, nachladen, nachladen, nachladen. Feuerschutz. Und dann ist nächste Runde wahrscheinlich das nächste Gefecht. Verstanden, bin unterwegs. Nein, noch nicht. Bestätigt. Naja. Dann weiter folgen. Wird gemacht. Ja, ja. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? In die Einrichtung hinein. Wenn es sein muss. Und da ist noch ein Turm, den wir versuchen können. Mal sehen, was ich tun kann. Zu überreden, sich uns anzuschließen. %, jo. Alles klar, so fast hier. Ein leichtes. Habe Zugriff. Das hat uns jetzt direkt auch in den nächsten Kampf verwickelt. Der Kollege hat es auch nicht eilig. Alles klar. Dann war Feuer frei. Türme haben immer zwei Angriffe, was ganz praktisch ist. Ja, wenn man diese selbst kontrolliert. Ansonsten ist das jetzt nicht ganz so gut. Vielleicht konzentrieren sich die Gegner ja auf den Turm, was für uns ganz praktisch wäre. Nein, natürlich nicht. Ich bin hier festgenagelt. Auf die Flanken achten! Thank you.
Die Soldaten scheinen sich für unsere Infanterie zu interessieren. Deswegen werden wir jetzt diesen Offizier da ausschalten, beziehungsweise wir werden es versuchen. Wir werden ein bisschen vorrücken, seine Deckung wegspringen, da er doch ziemlich schwer zu treffen ist. Und ihn dann versuchen zu erschießen. Boom! Alles klar, jetzt steht er im freien Gelände und jetzt sollte es auch kein Problem sein, ihn zu erschießen. Richtig! Noch näher dran. Geht in Ordnung. Man muss jetzt immer noch treffen. Und das war das Ende des Videos. So, der Turm beschäftigt sich weiter mit den Soldaten. Solange ihn beschäftigt hat, ist alles okay. Ja, oder umbringen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Habe ich nichts dagegen. Da unser Scharfschütze noch kein Spotsight hat, also er auf Ziele schießen kann, die er selbst nicht sieht, aber seine Kameraden sehen, muss er noch ein bisschen weiter vorrücken, damit er auch weiter an den Kampf teilnehmen kann. Der Turm ist immer noch gehackt. Ich glaube, da war eben noch ein Soldat drauf. So. Soldat und Sektoiden und Brotmessermann. Und schauen wir mal, was der Turm hier so. Erlegen kann. Und was dann unsere Leute hier noch so treffen können. Okay. Ja, der Sektoid steht da nicht ganz so vorteilhaft für ihn. 5 Schaden, das ist sehr gut. Können wir versuchen. Was ist da drüben? Müssen wir schauen. Oh, da ist Mac hässlich. Nicht mehr am Leben. Und jetzt mal einen Feuerschutz, weil der Kollege mit dem Säbel wird gleich sicherlich ankommen und Stress machen wollen. Wäre super, wenn er sich auf den Turm konzentriert, ansonsten haben 3 Leute im Feuerschutz, das sollte an sich eigentlich genügen. Ja, 2 daneben. Ich hoffe, jetzt wird wahrscheinlich auch daneben. Bin unter Beschuss. Ah, der schießt gar nicht. Das ist ja auch gut. Alles klar. Schauen wir erstmal, ob der Turm den Kollegen da wegballern kann. So, und noch einmal. Und dann hat der Turm seine Nützlichkeit soweit auch schon überlebt. Wir werden den jetzt versuchen wegzuschießen. Da er von nun an jede Runde wieder feindlich werden kann. Und wir das ja haben wollen. Steht da oben ganz schön. Unnütz für uns. Rüstung wurde getroffen. Begebe mich zum Ziel. Läuft im Moment noch ganz gut. Haben nur einen Verwundeten. Beziehungsweise ist jetzt nicht mehr verwundet, aber wird die nächste Mission nicht verfügbar sein, weil er ziemlich viel Schaden genommen hat. Abgeprallt!
Nur eine Granate verbraucht. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Wenn es sein muss. Und schon drei Truppen und jetzt gleich zwei Türme zerstört. Drei Truppen oder zwei? Drei Truppen. Erledigt. Ganz sicher erledigt. Meine Munition wird knapp. Alles klar. Scharfschützen weiter vor. Aber es ist jetzt weniger nützlich. Wir werden uns langsam zu dieser Tür begeben, nachladen und dann gleich mal schauen, was da so drin Lustiges vor sich geht. Waffe geladen. Geht in Ordnung. Jawohl. Nachgeladen. Ich hoffe auf einen Roboter, den wir uns gefügig machen können. Da drin mindestens noch ein paar Soldaten und ein, zwei Sektuinen mit Wundungen. Dreckiges Pack. Bestätigt! Rück aus! Granate unterwegs! Was? Einmal mit Profis. Ich hab doch auf Feuerschutz gedrückt. Dann hat er jetzt die Granate geworfen. Das war jetzt weniger gut. Nein. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Tür auf. Mir entgeht nichts. Biete Feuerschutz. Wieso denn noch Feuerschutz? Bestätigt. Überwachung läuft. Wenn wir dann noch alle Einheiten gleichzeitig reinbewegen können. So. Dann am besten erstmal hier hin. Rück ab! So viele Opfer. Mit ungeheuer brutaler Effizienz verarbeitet. Vielleicht als Testsubjekte für eine Art von Waffe. Sieht eher nach einer Raffinerie aus, Doktor. Sobald wir diese Probe haben, werden wir es wissen. Lecker eingekochte Menschensuppe. Bestätigt, Überwachung läuft. Schmeckt bestimmt wie Hühnchen. Was ist da drüben? Nix. Bin dabei. Begebe mich zum Ziel. So, ab hier bewegen wir uns ein bisschen vorsichtiger vorwärts. Scanne Gebiet. Und los geht's! Wir wollen ja jetzt nicht in den letzten Atemzügen nochmal was verkacken. Feindliche Aktivität. Ja, in diese Richtung sind dann schon mal Gegner. Und ein Roboter. Hallo, Bitches. Vorbei. Vorbei. Und gleich kommt noch zwei noch vorbei. Eine extrem gut ausgerüstete mechanisierte Kampfeinheit. Wir müssen nach Schaden, damit wir das Ding besiegen. Wobei. Feind steht noch! Naja, dann schauen wir halt mal. Wenn es sein muss. Ob wir den Kollegen nicht dazu überreden können, für uns zu arbeiten. Ne, geht nicht. Kann jetzt hier verfügbar? Einmal mit Profis. Einmal. Dann schießen wir erstmal eine Granate drauf, um seine Rüstung zu reduzieren. Haben wir auch schon einen Soldaten dann weg. Soweit. So gut. Werfen wir noch eine Granate drauf. Ja, an sich besser ist das, ne?
Wir gehen erstmal hier hin und schauen mal. Ob wir da nicht den Soldaten irgendwie. Nee. Schießen wir mal auf den Roboter. Natürlich vorbei bei 85%. Das war nichts. Glückwunsch, du bist nutzlos. Dann schauen wir das Hilfsprotokoll. Das sollte ja unseren Kollegen ein bisschen mehr Verteidigung geben. Bestätigt! Und schau mal, was wir so mit unseren Scharfschützen ausrichten können. 91%, so, so. Joa. Schieß mal. Alter! Komm schon! Nichts. Brot kann schimmeln. Meine Leute können nichts. Sie wollen uns flankieren! Ich habe ein paar ernsthafte Wunden! Sie verlagern ihren Angriff! Menes 1-5, Sie haben den Doktor gehört. Den Kanister sichern. Dann können wir jetzt diese Runde wenigstens versuchen. Das war unsere Scharfschütze, oder? War eh nicht sonderlich nützlich, diese Runde. Ich koche hier schon! Dann halt mal die Fresse. Okay, ich gehe. Ey, endlich siehst du diesen riesigen Roboter, ja? Das ist ja phänomenal. Das wäre nur noch super, wenn du ihn übernehmen könntest. Prozent. Naja, dann versuchen wir ihn mal zu betäuben. Na, komm. Jawohl. Jetzt bedienen wir uns für 3 Runden vom Hals halten. Dann können wir uns erstmal um den Soldaten da kümmern. Wir sind durch. Schon unterwegs. Advent-Truppen gesichtet. Was muss das jetzt sein? Alles nicht ganz so geil. Was willst du machen? Ist den wenigstens zerlegt. Schauen. So, den vielleicht weghauen. Der Roboter, einen Säbelmann und einen Sektoiden. Das ist ein Zombie hoffentlich. Jo. Jetzt kein One-Hitten, bitte. Schnellstmöglich jetzt. Muss mal diesen Kerl hier loswerden.
abgeschaltet. Dann müssen wir uns um den Roboter kümmern. Munitionsverbrauch. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Hoffentlich steht er jetzt, hoffentlich ist er noch für eine Runde betäubt. Nein, natürlich nicht. Bitte keine Raketen. Alles klar. Hoffentlich kommt der Zombie nicht so weit. Und du machst keinen allzu großen Bullshit. Gedankenkontrolle. Ja. Muss ja jetzt sein, ne? Waschung! Muss töten! Alles klar. Müssen wir mal schauen, dass wir uns weiter vorbewegen. Schon unterwegs. Diesen Roboter töten. Feind erledigt. Keine Munition mehr. Und diesen Insektuin da vernichten. Wir müssen hier irgendwie weg vor Tatjana. Sie steht unter Gedankenkontrolle. Okay, bin unterwegs. Du musst mir nicht jedes Mal zeigen, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Dass da ein Feuer brennt. Bin dabei. Da sind wir dem Feuerschutz des Situin aus dem Weg gegangen. Die Gedankenkontrolle des Sektuins hat jetzt aufgehört. Wir können also versuchen, ihn zu erledigen, dass wir auch endlich diesen Zombie loswerden. Keine Feuerkraft mehr! Drücke aus! Und uns endlich dann mit diesem Scheißpaket da aus dem Staub machen können. Was machst du jetzt? Gedankenkontrolle? Doch nicht. Verschwinde aus meinem Kopf! Was ist das jetzt gewesen? Was ist das? Wieso hat Tatjana jetzt geschossen? Ich glaube, sie hat nicht ihre letzte Munition verbraucht. Was? Muss töten. Natürlich hat sie ihren letzten Schuss jetzt verbraucht an diesen dämlichen Fick-Zombie. Wo
muss ich mich ein bisschen weiter zurückziehen. Da dann nachladen. Verstanden. Und ich dann... Ich hoffe, da hinten ist kein Gegner. Das wäre jetzt ziemlich dumm gewesen. Weiter zurückziehen. Wie keine Granate oder sowas. Ich hoffe halt einfach, der Zombie wird mich wahrscheinlich über den Haufen schlagen. Wenn ich stehen bleibe und nachlade. Er hat den zweiten Zombie geholt. Was für ein Arschloch. Kontrolle verloren, das ist sehr gut. Können wir jetzt irgendwie in Reichweite von diesem Sektor gelangen? Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Warte mal nach. Alles im grünen Bereich. So, wir müssen das Risiko eingehen. Wir können nicht ewig von diesem scheiß Kühen weglaufen. Jawohl. Endlich. Genau so. Oh, das war ein Krampf. Alles klar. Dann werden wir jetzt unsere Leute so positionieren, dass wir dieses Dings hier aufnehmen können. Und uns dann so schnell wie möglich verpissen. Weil ich nehme an, was ist da drüben? Dass dann Verstärkung ankommt. Wenn wir dieses Ding dann haben sollten. Einmal Heilung für Tatjana. Los, heilen! So, die Extraction Zone ist da. Roger. Am besten gehen wir hier hin. Feuerschutz. Tatjana geht mal ans Fenster und lädt nach. Sicher ist sicher. Auf geht's. Dann jetzt. Was war das für ein Geräusch? Wir sollten uns verpissen. Ganz schnell sollten wir dieses Ding jetzt nehmen. Und raus hier. Ich hab was Neues. Das da drin wird wohl kaum Wasser sein. Shen, irgendwelche Messwerte? Keine Zeichen von Radioaktivität. Keine Energiesignaturen jedweder Art. Was es auch ist, es ist ungefährlich. Manus 1-5, wir haben die Beschaffung der Probe bestätigt. Rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. Sie haben Verstärkung geholt. Natürlich, haben Sie Verstärkung geholt? Wird schon nichts passieren.
Mit etwas Glück können wir unsere Leute aber so positionieren, dass sie nächste Runde direkt flüchten können. Los geht's! Ich glaube, nachdem der Gegner gelandet ist, macht er diese Runde noch nichts, sondern benutzt sich nur Deckung. Deswegen so nah wie möglich an die Evakuierungszone. Das hätten wir mit zwei Leuten mit Drohnengranaten nicht mehr geschafft. Deswegen. So schnell wie möglich raus hier. Advent ist hier. Raus. Genau, evakuieren. Avenger hier, Firebrand. Das Paket ist in Sicherheit. Tempo. Was hier? Ich bin weg. Und damit haben wir auch diese Mission geschafft. Und wie erwartet, die Hälfte unseres kleinen Teams verloren. Erfüllt, Commander. Wir haben Advent dort getroffen, wo es weh tut. Dies war ein Ort, den nie ein liebender Mensch hätte sehen sollen. Ich freue mich, dass er zerstört ist. Aber irgendwas sagt mir, dass die Aliens das nicht so leicht hinnehmen werden. Alles klar, wir haben zwei Soldaten verloren. Tatjana wurde verwundet. Wir haben 17 von 21 Aliens getötet. Das ist wahrscheinlich noch ein, zwei Patrouillen da draußen gewesen, die wir zum Glück nicht gefunden haben. Jo. Das wäre es auch soweit gewesen. So, den haben wir verloren. Private Petit und Private Watanabe. Nun gut, Petit war ein Specialist und Watanabe ein Scharfschütze. Hätte schlimmer ausgehen können. Werden die Mission komplett versemmeln können. Naja. Vielleicht bekommt einer unserer Soldaten eine Beförderung dafür. Und da landet man wieder der Avenger. Oh, nur zwei Leute. Alles klar, keine Beförderung. Tatjana wurde verwundet. Philipps ist noch aktiv. Nachdem wir nun das scheinbare Produkt der Geheimeinrichtung gefunden haben, wird es sicher einiges an Zeit und Ressourcen kosten, den wahren Zweck dieser Substanz zu erforschen. Ich beginne sofort mit den Vorbereitungen für eine gründliche Analyse, Commander. Die Viole aus der Geheimeinrichtung und diese aus einer Advent-Geheimeinrichtung geborene Viole steckt das Endergebnis eines aufwendigen und grausigen Alien-Prozesses. Alles klar. Einen weiteren Illyrium-Kern und einen Automatik-Lader, was aussieht wie einfach nur zwei Magazine aneinander geklebt. Alien-Verschlüsselung. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Verschlüsselungsmethoden, auf die wir bei irdischen Datenspeichern treffen, scheinen die Aliens eine fortschrittliche Matrix aus mechanischen und biologischen Verschlüsselungsverfahren in Kombination mit psionischen Interferenzen zu verwenden. Die Vorstellung, die komplexesten Pläne der Aliens aufzudecken, ist gleichermaßen faszinierend wie, hast du nicht gesehen. Die Abläufe innerhalb der Geheimeinrichtung scheinen noch besorgniserregender zu sein, als ich zunächst befürchtet hatte. Die Aliens haben zweifelsohne etwas Schreckliches begonnen. Ich überlasse die Untersuchung Ihnen, Commander. Ganz klar, wir haben 125 Vorräte bekommen und ein neues Ziel. Wir sollen die ganze Kacke da entschlüsseln. Die Aliens nutzen eine Verschlüsselung, die wir noch nie gesehen haben, geschweige denn verstehen. Wir müssen den Code irgendwie knacken. Aber das wird wohl eine Weile dauern. Jo, und das werden wir diese
Aufnahme auch nicht mehr sehen. Der Sprecher ging durch die Infiltration Advents ein großes Risiko ein, also glaube ich, dass er der Sache treu ist. In der Bewegung gibt es noch einige Skeptiker, aber wir haben größere Sorgen als einen Mann auf einem Bildschirm. Jo. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.